aufbaut, davon welche. Ja, also es war hier was, aber das habe ich dann wieder auslaufen lassen. Und ich würde es auch eigentlich ungern jetzt so halbherzig anfangen. Ich denke, sobald ich den 6er-Drill fertig habe und ich wieder anfange, 3er und 4er zu produzieren für so alltägliche Dinge, dann setze ich das hier wieder an. Und das versuche ich dann auch wieder komplett mit Robotern zu machen. Ich weiß, ich habe mich daran schon mal überhoben. Ich werde diesmal aber wesentlich vorsichtiger vorgehen. Zumal werde ich nicht sowohl Kupfer als auch Eisen von Robotern machen lassen wollen. Das ist wirklich ein bisschen übertrieben. Aber ne, so ein kleines bisschen. Warum habe ich gerade 2400 Obsidian einsammeln wollen? Weil das alles da noch drin war. Ah, weil ich alt aus hatte, deswegen sah die Kiste leer aus. Ja, okay. So, ihr wart useless Zeug, ne? Ja. Das ist echt schade, dass man dafür keine Funktion hat. Kohle da ist okay. Ich gängel dem mal ein bisschen, dass er mir Blei macht. Hatte ich euch nicht vor kurzem noch genutzt für meine Experimente hier? Du und du. Aber ja, die funktionieren jetzt wieder, weil Kupfererz auch angeflogen kommt von unserer Mini-Basis da oben. Ah, ist okay. So, Blei kommt. Ich kann den 6er bauen. Ich kann den 6er bauen. Das sind doch noch ein paar Zwischenschritte. Warum brauche ich Steel-Chests für den... Wo kommt das jetzt alles her? Bundled Way hätte ich mir auch rausholen können. So, da kommt der erste Knackpunkt. Okay, ich schnapp mir mal... Da. 35, nimm alle. Bundled Wire. Dann wartest du, bis der rote fertig ist, brichst es ab, gibst es nochmal neuen Auftrag. Ja. Dann guckst du weiter. So, abbrechen. Was? Nein. So, jetzt nochmal. Und das sieht schon wesentlich kürzer aus. Okay. Was will ich damit als erstes machen? Mehr Kristalle abbauen, ne? Apropos Kristalle, wir haben jetzt hier einen guten Zufluss bekommen, also sollten wir die auch mal hier umwandeln. So. Und die Maschinen hier eigentlich alle jetzt wieder auf Topaz umstellen. Das heißt, du machst bitte Crush Topaz, du machst bitte Chunks Topaz, du machst bitte Raw Topaz und du machst dann später die Polished. Kriegt ihr alle auch die richtigen Sachen angeliefert? Ja, du hast die 51 Topaz-Erz da. Das ist gut. Wollen wir hier ebenfalls Produktivitätsmodule ranbacken? Würde bedeuten, wir kriegen in 1, 2 Kristalle am Ende mehr raus. Nö. Nö, brauchen wir nicht mehr. Wir haben jetzt durch den 6er-Drill die Möglichkeit, die Kristalle so schnell abzubauen. Das passt schon. Ich will den gleich einfach irgendwo mal hinsetzen. Ich setze ihn hier oben hin. Gucken, wie das denn abgeht. Das heißt, wir... Wo mache ich das am besten? Ich brauche erstmal auf jeden Fall einen ganz tollen Splitter. Der kommt... hier hin. Müsste soweit jetzt gerade nichts verlangsamen. Dann kommst du dahin. Das macht das Ganze jetzt ein bisschen komisch, aber ne? Dann holen wir euch mal kurz weg. Ganz, ganz kurz. Und dann setzen wir jetzt da... Wo bist du? Du. Setzen wir dich jetzt mal... dahin. Warum ist da Kohle? das... Stopp, 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 stopp. So. Aus. Das ist ein dezentes Problem. Krass. Mach den mal schnell... Oh. Ach, der kann keine Module haben. Ja, okay. Ist trotzdem interessant. Kann ich dabei zugucken, wie das Kohlefeld hier hinten abgebaut wird? Wo? Was ist... Ah, da. Da habe ich gerade eine Zahl sich verändern sehen.
Also er scheint sich jetzt random hier irgendwas rauszunehmen. Krass. Er ist halt nur problematisch, dass er auch Sachen abbaut, die wir gar nicht abbauen wollen. Das heißt, er verschwendet jetzt auch Zeit damit, dass wir Stein... Da hat sich gerade ein Klumpen bewegt. Dass wir jetzt auch Steine abbauen und Kohle und all sowas. Aber ich brauche halt sonst gar nichts mehr. Keine Fließbänder, kein nix. Roboter sind wieder ein bisschen mehr ausgelastet, ja. Der ist gar nicht so toll. Naja doch, er ist sehr praktisch wegen der Reichweite. Also guck dir das mal an, das ist ein riesiger Kasten, wo er ne, abbauen kann. Was ich zu meinem Vorteil nutzen sollte. Indem ich ihn einfach... Da ist auch ein Kohlefeld. Warum sind hier überall Kohlefelder, verdammt? Setze ihn dahin. Ja, ein bisschen Stein war noch, aber jetzt müsste er nur Kupfer abbauen. Also ich muss ihn dann taktisch positionieren, dass wirklich nur das in der Nähe ist, was ich gerne abbauen möchte. Später kann ich auch einfach alles machen, aber ne, fürs Erste. Jetzt müsste das hier nach und nach verschwinden. Also er ist auf jeden Fall anders. Ich würde jetzt nicht sagen, er ist besser, konsequent in allen Dingen. Er ist nur anders. Also wenn ich wirklich schnell was abbauen möchte, wie jetzt zum Beispiel die Edelsteine vor der Basis, dann wäre da ein 5er-Drill mit einfach nur Speed-Modulen, glaube ich, sogar schneller und ne, gezielter. Wenn ich den da hingepflanzt hätte, hätte er alles andere weggemacht, nur nicht das, was ich gerne wollte. Aber sei es drum. Funktionieren Beacons in Verbindung mit dem Ding? Habe ich Beacons überhaupt schon erforscht? Ja, habe ich. Setz mal ein Basic Beacon da so neben und guck mal, was passiert. Wie viel Strom verbrauchst du eigentlich? 2,5 MW, das ist schon mal ordentlich. Aber guckt euch das mal an. Doppelt so viel wie die Steam Engine. Ach so. Ja, nur doppelt so... Ja, Denkfehler bei mir. Es sind Secondary Steam Engines, das heißt, die arbeiten nur, wenn die Solar-Dinger... gerade nicht genug produzieren. Das heißt, es ist nicht so, dass die Solar Panels jetzt viel, viel stärker sind als alle unsere Steam Engines auf 100% Auslastung zusammen, sondern ne, die halten sich gerade ziemlich zurück. Kann ich hier auch sehen, wie viele Ressourcen noch kommen? Ja, da unten. 7300 Dingens kommt noch. Kupfer. Ah, ja. Wir haben noch 1600 Kupferplatten. Das ging schnell. Ging verdammt schnell. Okay, es ist Zeit, umzustellen. Und zwar hier die Schmelzöfen. Habt ihr schon alle Speedmodule? Nein, du brauchst unbedingt... da sind die ganz schnell. Ganz schnell. Ganz schnell. Ganz schnell. Und wir brauchen dann mehr davon. Wir brauchen viel mehr davon. So. Die da. Bau mal davon welche. Das sind jetzt die MK3-Furnace. Bau bitte 4 Stück davon, damit wir eine Reihe hier mal setzen können. Oder einfach hier dazu packen. Nee, dazu packen sieht komisch aus. Das heißt, du kannst hier schon mal vorbereiten. So, so, so. So, so, so. Ärmchengeschwindigkeit hat hingehauen. Wir haben keine. Ah, doch, da ist noch welche. So. So. Shift rechts, Shift links, Shift links, Shift links, Shift links. Und da ist der erste Schmelzofen. Gucken wir doch mal, was der so kann. Er hat 4 Slots. Der hat nur 3 Slots. Zack. Wie schnell bist du? 12. Du bist 7,5, also fast doppelt so schnell. Das heißt, hier könnten Ärmchen doch ein Faktor sein. Ich gucke. Nö. Also ich hatte Bedenken, dass die Ärmchen reinleg- und Auslegeschwindigkeit ein Problem sein könnte. Aber da wir ja Kiste, Ärmchen, Kiste auf MK4 oder so erforscht haben, klappt das auch super. Nö, guti. Du solltest schon mal helfen. Deine anderen Freunde dann wahrscheinlich auch. Da. Shift, Shift. Gucken wir mal. Wir haben schon mal 11.000 Erz im System. Kupferplatten sehe ich unten mit 560 relativ stabil, was nicht gut ist. Ah, 580. Gut, gut. Du dahin. Speedmodule go.
Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, jetzt gehen die Kupferplatten hoch. 660, 680. Alles gut. Eisen ist auf 26.000. Ist okay. Ist aber nicht toll. Bei weitem nicht toll. So, hier. Du bist leer. Dann solltest du auch weggehen. Geh mal nach da oben. Da. Wenn du das hier hinsetzt, kriegst du doch das Ding da von da oben, ne? Das Kupfer. Ich hab ne Idee. Ich brauch blaue Roboter. Ja, das ist sogar eine richtig schicke Idee. Mein Plan ist jetzt folgender. Ich gehe jetzt, klaue mir schnelle Roboter. Was schwieriger sein könnte als gedacht. Oder ich stelle mir einfach hier nur die rechte Maustaste gedrückt. Okay, es ist doch nicht so wirklich schwer. Und wenn ich dann genug davon habe, dann gehe ich oben hin, mache ein extra Robo-Netzwerk auf, setze den 6er-Drill hin und lasse die Roboter das direkt in die Kisten liefern, wo die Züge das später abholen sollen. So, und ich sollte die Normalen wieder freilassen. So, wie viele habe ich von den Tollen? Zu viele. Ich glaube. Was? Nein! Damit. Damit. 38. Ja, weil der eine Stack war dann leer und hat sich der nächste natürlich gleich rangemacht. Na. Kann ich bitte irgendwo schnelle Roboter klauen? Da. Da sind ganz viele. So, jetzt macht die da. Weg. Jetzt habe ich ein Stack Roboter. Okay. Ich habe ein Stack Roboter. Ich habe zwei Robopods. Das könnte ein bisschen wenig werden. Und ich habe die Wo ist das? Oh, da unten. Warum, 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 warum? Da müssten eigentlich ganz tolle Türme sein. Die wahrscheinlich gerade zerstört werden. Okay, es waren nur Mauern. Ist alles gut, ist alles gut. Gibst du mal um? Ist sehr komisch. Ach so, das sind ja, es sind nur zwei von den guten Türmen. Das irritiert gerade ein wenig. Warum sind hier Bronze-Ruby-Lasertürme und nur zwei von denen? Jetzt sagt mir nicht, dass sie alle zerstört wurden und ersetzt wurden durch normale Lasertürme. Gott, das ist nicht gut. Ja, ganz und gar nicht gut. Also die Verteidigung da unten ist jetzt echt garstig. Oh, warte. Ja, hahaha. Mach das doch mal einfach hier hin. Dann. Genau. Also die Verteidigung da unten ist nicht gut. Also das Erste, was wir machen, wir setzen hier eine Kiste hin. Und den teuersten Drill, den wir jemals irgendwie uns ausdenken konnten. Du bist angeschlossen? Ja, bist. Ja. Müssten eigentlich gleich Roboter kommen. Richtig. Also ja, wir haben jetzt hier unten das Feld bald leer. Ich wollte auch noch testen, ob die Beacons funktionieren. Das habe ich auch nicht vergessen. Aber es ist halt nicht gesichert. Es ist absolut nicht gesichert. Bau bitte einen Vierer-Drill. Dann setzen wir den Vierer-Drill hier hin und den Sechser wieder mit. Weil das ist mir zu unheimlich, den jetzt hier allein zu lassen. Wir müssen erstmal dafür sorgen, dass die Maschinen oben genug Zeit haben, um die Topase zu verarbeiten und wieder die Topastürme bauen können. Damit das hier wieder alles Topastürme werden. Und gar nicht erst irgendwas rankommen kann. Es dauert echt lange, dich zu bauen.
Das ist schick. Sehr, sehr schick. Was sagen die Roboter? Roboter sagen, wir sind ausgelastet, weil du uns 50 Stück geklaut hast. Das tut mir leid. Das werde ich bei Zeiten ändern. Die sind alle am Aufladen. Ja, ihr kriegt hier mal ein bisschen was. So. Ich hoffe, das haut hin. Und die Cargo-Size wird sich auch noch gleich erhöhen. Das müsste auch nochmal einen Schwung geben. Momentan sind wir bei 170 Robotern. Gleich macht's Pling und dann springt das hoffentlich hoch. Ist das alles? Nichts Wichtiges. Okay, 240. Komm, mach Pling. Geht denn halt kein Bling. Du ersetzt den da und kriegst Bigmodule. Problem ist halt an dem, dass er jetzt nur 103.000 abbaut und dann fertig ist. Ja. Ja, ja. Da haben die Roboter was zu knabbern. Ist okay. So. Priorisierung. Du bist fertig. Was kostet der nächste? 2.400. Schieß mich tot. Geschwindigkeit. Fertilizer. Nein, die ganzen anderen Sachen hier nicht. Ganz schnelle Ärmchen brauchen wir eigentlich auch nicht. Ha! Ich stehe hier und denke die ganze Zeit nach, was könnte ich denn erforschen? Ach, nehme ich mal irgendwas, was man vielleicht irgendwann mal gebrauchen könnte? Nein, wir hatten da was, was wir schon seit sehr vielen Folgen erforschen wollten. Auch wenn wir es wahrscheinlich gar nicht mehr brauchen. Und es braucht Kobalt-Geowheels, die sind ja auch interessant. Super Transport Beds, die können wir noch gar nicht herstellen, oder? Angeblich schon. Hab ich wohl nur nie. Gut. Mach einfach mal. Mach einfach mal, ist okay. So, also. Was jetzt? Jetzt sorgen wir dafür, dass wir Topase bekommen, dass aus den Topasen die geschliffene Topase werden, dass wir daraus dann die Türme bauen können. Setzen die Türme hier unten hin. Während wir warten, bis die Topase gemacht werden, gehen wir zu dem Eisenaußenposten, setzen wir am Eisenaußenposten den 6er Drill hin und das klappt nicht. Nee. Die Idee war, zum Eisenaußenposten gehen, den 6er Drill hinsetzen und den Roboter das machen lassen. Aber ich habe gerade vor einer Viertelstunde oder so gesagt, dass ich nicht den Fehler machen will, beides wieder auf einmal fliegen zu lassen. Und genau das hätte ich dann gemacht. Also lassen wir das. Gucken jetzt, wie sich das hier so entwickelt. Was sagen die Chips? Wir haben fast 400 blaue Chips, wir haben 300 rote, aber wir haben fast keine grüne. Okay, also ich denke, neben den Türmen, die ich bauen will, die nächsten Folgen, sollte ich mich auch darum kümmern, die grüne Chip-Produktion zu verstärken. Also überall MK3, Speedmodule rein und beste Fabriken und dergleichen. Damit sich das dann auch einpendelt und Eisen lasse ich einfach so weiter tuckern wie bisher. Eisenplatten sind wir bei 27.000, Kupfer bei 3. Aber Kupfer werden wir auch weiter ausbauen. Also, Türme. Roboter. Eisen. Quatsch, Kupferplatten ausbauen. Ja. Bis gleich.